Das Resultat ist mittlerweile bekannt. Aktuell für die Nationalmannschaft kein Thema als Backup möglicherweise, wenn naja, fast alle ausfallen. Das war stark, das war stark. Aber sie freuen sich kaum. Das ist unfassbar. Sie nehmen dieses super Tor relativ stoisch hin. Und das ist eine dynamische Bewegung in den Ball hinein. Und diesmal absolut kein Vorwurf an Kuhn-Castells. Da hatten vielleicht viele gedacht, der ist außerhalb reingegangen. Gucken wir noch einmal. Das ist ja unfassbar. Der ist außerhalb. Der ist tatsächlich außerhalb. Schauen Sie mal, hier haben Sie die Torkamera. Der ist außerhalb. Und Dr. Felix Brich gibt das Tor. Das ist ein Phantomtor. Kießling köpft außerhalb. Hier noch einmal. Eine absurde Szene. Der Ball ist außerhalb. Kießling rauft sich die Haare, weil er diese Top-Chance vergeben hat. Eigentlich jubelt niemand. Dann gibt es einen Bruchteil einer Sekunde. Atemberaubte Stille im Stadion. Kießling sagt jetzt möglicherweise Dr. Felix Brich, der war nicht drin. Das würde ich Stefan Kießling...